Das bei uns ist Johann Holten. Ich habe das Gefühl, ich sag's mal salopp, Sie haben ein bisschen Hummeln im Arsch. Täuscht das? Ich bin jedenfalls jemand, der versuche, meine eigene Begeisterung auch alleine, nicht nur durch meine Worte, sondern auch wie ich spreche, sozusagen rüberzubringen. Aber das kann ja nicht schaden, wenn man eine so Institution leitet, die versuchen, die Menschen zu erreichen, dass man eben dann auch seine eigene Person dafür einsetzt und nicht nur die Kunst, die man zeigt, an den Wänden. Ja, also Kunst ist ja oftmals, also gerade natürlich auch in der Kunsthalle, eher statisch. Sie waren früher selbst professioneller Tänzer. Wie wichtig ist denn das Thema auch Bewegung in der Kunst? Also das Thema habe ich sozusagen in meine ersten 10 Jahre als Kurator so eher runtergespielt, da ich eben als Kurator bekannt sein wollte. Jetzt dachte ich, jetzt ist es vielleicht auch sozusagen an der Zeit, dass es ja doch ein bisschen her ist, dass diese Geschichte von mir sozusagen abgeschlossen ist, sozusagen als ich 22 war, in Hamburg, an der Hamburgischen Staatsoper getanzt, dass ich es jetzt auch einsetze. Und natürlich ist es mir geblieben, weil diese körperliche Erfahrung, die man damals gemacht haben, das vergisst man ja nicht, sozusagen, das bleibt in einem. Und sicherlich auch ist ein wichtiger sozusagen Schritt so an der Kunsthalle, wenn ich komme, da auch viel durch die Räume zu laufen und eigentlich zu erfahren, wie fühlen sie sich an, wenn ich jetzt von hier komme und von da komme und wie könnte ich damit spielen. Und so, glaube ich, kann ich auch besser ahnen, vielleicht wie Menschen durch die Räume gehen. Sie sind jetzt ja auch hier in der Metropolregion alles andere als fremd, waren Direktor des Heidelberger Kunstvereins, dann natürlich auch in der Kunsthalle Baden-Baden. Wie erleben Sie Kunst hier in diesen Breitengraden? Ja, ich komme ja sozusagen also wirklich von ganz woanders und kehre jetzt so ein bisschen zurück in meine Region, wo ich lange war, aber ist ja sozusagen eine Region, die ich nicht von Kindesbein auf kenne. Ich erlebe aber wirklich, dass die Institutionen hier in Südwestdeutschland wahnsinnig gut ausgestattet sind, dass es auch wirklich eine Wille zur Kunst gibt und eine sozusagen ein gesellschaftlicher Vertrag noch dort existiert und gerade in der Kunsthalle Mannheim tief beeindruckt davon, wie der öffentliche Engagement der Stadt Mannheim zusammen einhergeht mit dem großen Engagement viele private Förderer, die auch über die Stiftung mit dem Neubau was gemacht haben. Also statt, dass man auf der einen Seite sozusagen das öffentliche und auf der anderen Seite das private Engagement, sind die hier zusammengewachsen und auch zu einem Einheit verwachsen. Und das, glaube ich, setzt unglaublich viel Energie frei. Und da, glaube ich, sollte Mannheim auch sehr stolz drauf sein, dass das gelungen ist. Also da kann man eventuell auch viel bewegen. Ein großes Thema für Sie ist Digitalisierung. Was können Sie sich da auch vorstellen? Die Digitalisierung ist Gott sei Dank auch schon in der Kunsthalle weit vorangeschritten. Meine Vorgängerin Ulrike hat die Schließzeit auch dazu genutzt, eben da viel auch in Gang zu bringen. Da ist viel Grundlagenarbeit gemacht, die man jetzt nicht erst machen muss, wie man an viele andere Häuser das machen müsste. Jetzt kommt es mir so vor, jetzt können wir eigentlich die zweite oder dritte Stufe davon machen. Nicht nur versuchen, möglichst viele Werke online zu bringen, sondern auf einzelne Werkgruppen der Sammlung zu schauen und zu gucken, wie könnte man die noch besser auf ein digitales Medium transferieren, erlebbar, erfahrbar machen. Schließlich machen wir das ja mit Kataloge seit 200 Jahren, wo wir auch probieren, die Inhalte einer Ausstellung in einem anderen Medium zu transferieren. Warum sollte das auch nicht möglich sein auf einem digitalen Bildschirm? Da wünschen wir Ihnen alles Gute, dass Sie da auch dieses Feuer weiterhin am Leben halten und da schön die Kunsthalle führen wollten. Danke, dass Sie bei uns waren.